Tag, der 17. Tag in Monat Tevet. Der Rambam erzählt uns heute die Mitzwa von dem Tag. Dass auch wenn man ein koscher Tier schlachtet, darf man das nicht sofort essen. Es muss erstmal gesalzen werden, weil Juden dürfen kein Blut essen. Blut ist aus, komplett ausgeschlossen. Das heißt, Juden dürfen kein Blut nicht essen, deswegen, wenn wir ein koscheres Tier schlachten, muss es vor dem Essen gesalzen werden. Früher haben wir das gemacht zu Hause, heute kauft man schon fertiges Fleisch oder Hühner, die schon gesalzen ist. Auch sagt unser Rambam, dass Obst und Gemüse ist normalerweise immer koscher, wenn es kontrolliert ist, dass es keine Insekten drin sind. Aber in Israel ist es nicht automatisch koscher. Weil Israel hat eine besondere Heiligkeit, mehr als die ganze Welt. Und deswegen in Israel muss auf die Seite gelegt werden, Trumot und Ma'asrot. Für die Kohen, für die Priester muss auf die Seite gelegt werden, weil in Israel sogar die Obst und Gemüse auch besonders heilig sind. Im Boden selber ist heilig. Das heißt, in Israel, wenn man kauft Obst und Gemüse, muss man auch sicher sein, dass es koscher ist, dass es schon von davon abgesondert war, Trumot und Ma'asrot. Der Rebbe sagt heute in Ayem Yem, normalerweise soll ein Mensch immer beschäftigt sein, die Kopf soll immer arbeiten. Und wenn, was soll die Kopf arbeiten? Immer mit Tora-Gedanken, Weisheit von Gott. Es gibt einen Abend im Jahr, das ist die Nacht-Nittelabend, wo wir Tora nicht lernen, weil dieser Abend ist eine Zeit, wenn von diesem Abend ist eine Religion auf die Welt gekommen, was wir sind immer für Toleranz und für Offenheit, aber manchmal im Namen der Religionen waren auch Juden verfolgt. Und deswegen an diesem Abend wir nutzen, um einen Abend im Jahr, um Schachmat oder um anderen Dinge zu machen, was unsere Weisheit, was unsere Kopf immer stärkt. Von hier lernen wir, ein Mensch soll nie die Zeit verschwinden lassen. Die Mensch soll immer beschäftigt sein. Immer, auch wenn die Mensch sitzt alleine zu Hause, die Mensch soll immer die Kopf nutzen. Weil wenn die Kopf nur genutzt ist, dann steigen wir immer in unsere Weisheit.